Willkommen hier bei Formel 1. Wir starten jetzt mit der Karriere. Ihr habt's gewollt, ich mach's. Und Karriere. Einstufungstest brauchen wir nicht machen, haben wir ganz am Anfang gemacht. Karriere wollen wir. Ja, die Frage ist jetzt, wo fangen wir an? Also. Wir fangen ja nicht direkt hier bei Ferrari oder so an. Das ist ja irgendwie dann blöd. McLaren, Force India oder Williams? Ich würde sagen, wir fangen mal bei Williams an. Williams ist ja ganz gut. Machen wir mal eine mittlere Saison mit 12 Rennen. Das ist ganz gut, es dauert nicht ganz so lange. Williams Racing. Willkommen beim Start deiner Formel 1 Karriere. Sehen wir uns ein wenig um. Dies ist das Menü der Zentrale. Wenn du durch das Menü navigierst, wird der Bildschirm automatisch aktualisiert. Wenn eine Option besondere Beachtung erfordert, wird sie mit einem Symbol gekennzeichnet. Das E-Mail-System versorgt dich während der ganzen Saison mit wichtigen Informationen. Du solltest es also unbedingt regelmäßig aufrufen. Oben im Bildschirm findest du den Rennkalender. Dir wird auffallen, dass einige Rennen mit Symbolen gekennzeichnet sind. Diese weisen darauf hin, dass an diesem Wochenende etwas Besonderes passiert. Du kannst über den Kalender eine Kursübersicht zu einer Strecke aufrufen, die weitere Informationen enthält. Gegen Ende der Saison erhältst du möglicherweise Vertragsangebote von anderen Teams, wenn deine Leistungen auf der Strecke stimmen. Jedes Rennen zählt also, wenn du nächstes Jahr in einem prestigeträchtigen Cockpit sitzen möchtest. Das sind die wichtigsten Funktionen der Karrierezentrale. Sieh dich hier unbedingt um, bevor du auf die Strecke hinausfährst. Also, Teamkollege von Felipe Massa bei Williams. Wir sind in der Zentrale, gucken uns jetzt mal die E-Mails an, die wir bekommen haben. Von Mark Bender, Albert Park, 5,3 Kilometer Rundenlänge, 302 Höchstgeschwindigkeit an allen drei Tagen, sonnig. Der große Preis von Australien, Saisonauftakt. Willkommen bei Williams. Ich wollte dir nur kurz mitteilen, dass ich dir vor jedem Event eine E-Mail mit nützlichen Informationen schicke. Dazu gehören beispielsweise deine Vorgaben für das Wochenende sowie der aktuelle Wetterbericht. In den Vorgaben nennen wir dir eine Endplatzierung, die wir von dir sehen möchten. Möglicherweise wird dein Rennziel jedoch abhängig von deiner Leistung im Qualifying korrigiert. Wundere dich also nicht, wenn vor dem Rennen am Sonntag eine neue Vorgabe angezeigt wird. Viele Grüße, Mark. Helena Vogt. Hallo Laudio, herzlich willkommen in der Welt der Formel 1. Ich hoffe, du fühlst dich bei Williams wohl. Ich bin in dieser Saison sowohl deine Managerin als auch deine persönliche Assistentin. Ich kümmere mich um die rechtliche Seite deines Fahrerengagements und gebe dir Tipps für deine Karriere. Außerdem bin ich zuständig für deine Auftritte in den Medien und schicke dir wichtige Presseausschnitte. Du musst dich um nichts kümmern. Alles, was außerhalb des Cockpits passiert, fällt in meinen Aufgabenbereich. So kannst du dich darauf konzentrieren, der Welt zu zeigen, was du kannst. Robert Petersen, mein Name ist Robert Petersen, ich bin zu Hause im Werk für die Computerdaten zuständig. Wir stellen nach jedem Rennen Performance-Daten zusammen, die wir dann an unsere Fahrer schicken. Anhand dieser Daten kannst du sehen, wie deine Leistung im Rennen war. Vielen Dank, Robert. Laudio, ich wollte dich nur bei Williams begrüßen und dir alles Gute für die kommende Saison wünschen. Die gesamte Werksbelegschaft hat in den letzten Monaten Übermenschliches geleistet, um dir ein konkurrenzfähiges Auto hinzustellen. Für diese Saison erwarten wir von dir, dass du am Ende nicht weniger als den 7. Platz in der Gesamtwertung belegst. Meiner Meinung nach sollten wir das problemlos erreichen können. Ich freue mich auf deine Vorstellung an diesem Wochenende. Frank Williams. Ja. Und lange Formel 1 Saison steht bevor, das sind halt hier Klassement gibt's noch nicht, ist ja noch nichts passiert. Logischerweise, aktuell Klassement werde ich gelistet auf Platz 21, ist aber ja logisch. Ich bin ja auch neu. Vertragsangebote haben wir nicht. Ich würde sagen, wir gehen ins Qualifying zum großen Preis von Australien. Die neue Formel 1 Saison steht bevor und wir freuen uns auf einen Rennkalender mit 12 Rennen rund um die Welt. Selbst bei einem schlechten Start in der Saison muss kein Team den Fahrer- oder Konkurrenztitel abschreiben. Alle haben genug Zeit, um Änderungen vorzunehmen, um das Blatt zu wenden. Die letzte Saison wurde wieder eindeutig von Sebastian Vettel dominiert. Er holte sich den Fahrertitel Red Bull Racing und Konstrukteurstitel. Und das zum 4. Mal in Folge. So stellt sich nun die spannende Frage, ob jemand diese Dominanz im 5. Jahr stoppen kann.
Einer der mit Spannung erwarteten Neulinge in dieser diesjährigen Formel 1 Saison ist Claudio LP. Alle Augen werden in Australien auf LP gerichtet sein, der dort sein erstes Rennen bestreitet. Viele freuen sich, dass Frank Williams den Mut hat, auf einen neuen Fahrer zu setzen. Ja. Dann geht's jetzt auch los im Albert Park zum großen Preis von Australien 2014. Das freie Training in unserem Williams. Und wir werden jetzt erstmal gucken, wie die Einstellungen sind, bevor wir hier irgendwie rausfahren. Hallo, herzlich willkommen in der Garage. Hallo. Ich führe dich ein wenig herum. Auf dem Bordmonitor findest du wichtige Informationen zum Rennwochenende. Es gibt hier viele interessante Daten, die du dir später näher ansehen solltest. Wenn du auf die Strecke rausfahren, Sessions überspringen oder die Ziele für die Session erfahren möchtest, musst du nur Bescheid sagen. Jo, läuft bei dir. Also, wir gucken jetzt erstmal auf die Optionen. Fahrhilfen, Bremse für Nischkontraktion aus, ideal in den Kurven, bla bla bla. Das ist soweit ganz gut. Ja, was können wir hier, Teamkollege, Vergleich, ja, gibt's auch nichts, logischerweise. Wir setzen jetzt mal auf die weichen Reifen erstmal. Wir haben jetzt eine Stunde Zeit, werden wir natürlich nicht ganz machen, dauert zu lange. Also Regen wird es hier nicht geben in Australien an diesem, bei diesem Grand Prix. Ich gucke mir jetzt gerade hier nochmal die Kommentare an, die ich mir rausgeschrieben habe. Da hatte ich ja in der, vor zwei Folgen, glaube ich, oder sogar noch länger her, hatte ich ja schon gesagt, was da so Sache war, was die so geschrieben haben, die Leute. Also ich soll beim Rausbeschleunigen aufs Heck achten, nach Schnellsetup Aerodynamik auf eine Stufe hochstellen und auf die Power Units pro Saison achten. Ja. Und die Traktionskontrolle haben wir ja schon ausgeschaltet, also Schnellsetup mache ich jetzt mal auf ein sehr trockenes Setup und mache dann auf 1 die Aerodynamik. Ne, eine Stufe hoch. Ja, okay. Ich versuche das einfach mal. Ich kann ja jetzt hier nicht. Ich mach das mal auf Mittel. Wie gesagt, ihr könnt mir da jederzeit gerne Tipps reinschreiben, was ihr da gerne ja, für Ideen habt. Und wir fahren raus. Also wie gesagt, schreibt es in die Kommentare einfach, wenn ihr da Tipps habt für mich, welche Setups da am besten sind. Unabhängig jetzt von den Schnellsetups. So, wir fahren jetzt raus. Die erste Einführungsrunde und dann geht's auf die schnelle Runde hier im Albert Park. DRS können wir natürlich auch jetzt benutzen im freien Training. Also bis jetzt fährt sich der Wagen auf jeden Fall ganz gut. Den Bremsen muss ich noch ein bisschen drauf achten. Da habe ich ja die Bremse. Muss ich den Bremsdruck vielleicht auf hoch doch stellen und nicht auf mittel. Aber da muss ich mich reinfuchsen, was da besser ist. Weil man kann so natürlich ein bisschen besser dosieren und da habe ich bin ich zu schnell durch die Kurve. Aber der geht schon ganz gut ab. So, und jetzt schauen wir mal, was wir hier reißen können.
in der ersten Trainingsrunde in Melbourne. Mann, oh Mann. Aber mit dem Bremsdruck, das sollte ich wirklich mir nochmal angucken. Ausprobieren, ob da nicht der hohe Druck besser geeignet ist. Aber dafür ist ein Training ja auch da, um das auszuprobieren. Ich habe jetzt natürlich eine lilane Zeit, weil noch kein anderer abgeschlossene Runden gefahren hat. Wenn natürlich jetzt kein anderer an der Zeit fährt, wäre natürlich mies, weil ich will natürlich. Ach, da ist Maldonado mit einer 1,40er. Ah, die war auf jeden Fall ganz gut. 1,36, 2,41. Aber wir werden natürlich schauen, dass wir jetzt noch nachlegen. Sekunden schneller. Also solange wir uns ja noch verbessern, ist ja alles im grünen Bereich. Und hier eiert Nico Rosberg durch die Gegend. 1,2 Sekunden schneller in Sektor 2. Aber hier sind wir gerade ein bisschen zu weit rausgekommen wieder. Jean-Éric Vergne direkt hinter mir. In der aktuellen Platzierung. Boah, da sind wir aber. Das war jetzt ein guter. So, und jetzt fahren wir langsam. Oh. Scheiße. Langsam in die Box. Dann spulen wir erstmal vor, machen wir gleich die harten Reifen nochmal drauf. Und stellen dann den Bremsdruck nochmal höher. Sebastian Vettel hier. So, jetzt ist Rosberg und Button hinter mir. Mal gucken, wie die Zeiten sind im Vergleich zu den anderen
powered by Mercedes-Benz steht auf der Seite. Das ist ja lustig. Da werden die also auch von Mercedes gesponsert, obwohl Mercedes eigentlich ein eigenes Team hat. Ist ja ein bisschen merkwürdig. So. Auf diesem Bildschirm findest du 3 Sekunden ist Nico Rosberg hinter mir. Wir spulen mal vor. Gucken, wie sich die Zeiten entwickeln. In einer halben Stunde können wir ja nochmal stoppen. Also da haben wir eine richtig gute Zeit gefahren. Da kommt aktuell zumindest keiner ran. Weil alle Topfahrer, Rosberg, Button, Ricciardo, Alonso, Hamilton, Hülkenberg, Massa, Vettel, sind alle hinter mir. Mein Teamkollege fast 5 Sekunden hinter mir. Also das ist schon ganz gut, was wir da gefahren haben. Jetzt gucken wir uns, jetzt stopp ich mal gerade. Und dann gucken wir uns hier die Sektorzeit mal im Vergleich. Ja, da ist es auf jeden Fall ganz gut, obwohl Sektor 3 könnte ich noch ein bisschen schneller machen. Du bist in allen Sektoren schneller. Ja, das ist auf jeden Fall ganz knorke hier. Ja, Bremsen machen wir mal den Druck hoch. Probieren wir mal aus, wie das ist. Und dann machen wir die harte Mischung drauf. Schnellsetup lassen wir so, oder? Was war das jetzt? Ja, Trockensetup und raus. Und wie das ausgeht, seht ihr in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat es bis jetzt gefallen. Der Karrierestart bei Williams. Ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.